Und damit einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, man hört uns. Ihr merkt schon, heute ist das eine ein bisschen andere Konstellation. Ich habe es noch nie so gehabt, dass ich wirklich jemanden live neben mir sitzen hatte. Wir haben das Ganze sonst immer über Discord gemacht. Deswegen müsst ihr mir jetzt mal sagen im Chat, ob ihr mich auch versteht und ob ihr den lieben Nico auch versteht. Ihr könnt mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, wie es euch allen geht, ob ihr auch alle fit seid. Ob ihr bereit seid, heute mit uns zusammen die gesamte Jurassic Park Geschichte einmal wirklich chronologisch durchzugehen. So, verstehe alles auf jeden Fall. Ja, man hört euch, Ton ist super, Ton ist gut. Ich kann euch beide hören, das ist doch perfekt. Ohne dass wir großartig schreien. Ich lese gerade, ich bin leider krank von Rocker 88. Dann auf jeden Fall gute Besserung dir. Ja. Wie fangen wir am besten an? Ich würde sagen, ich stelle erstmal meinen Gast vor. Also es ist echt sau seltsam, dass jemand jetzt neben mir sitzt. Das ist mein erster Livestream. Also ich war noch nie in einem Livestream, von daher ist es für mich wahrscheinlich noch seltsamer. Einige von euch sollten ihn aber schon kennen, den lieben Nico von Medienmelage. Ein super guter Gastgeber, wie ich natürlich immer bin. Habe ich vergessen, Nikos Kanal zu verlinken, was ich aber auf jeden Fall sofort nachholen werde. Aber heute geht es ja nicht um irgendwelche gesellschaftlichen Filme. Sind Dinosaurier automatisch nicht gesellschaftlich? Ganz kurz, ich habe den Kanal von Nico jetzt mal oben angepinnt, weil Spooky aus irgendeinem Grund nicht da ist. Da muss ich jetzt einfach selber Sachen anpinnen. Das kann ein bisschen dauern, tatsächlich. Ah, ja. Ich hab einen Admin, den ich selber überhaupt nicht kenne. Hier sind einige Leute krank, sehe ich jetzt gerade. Was ist denn los? Haben wir gerade wieder so eine Welle, die durchgeht? Gerion schreibt auch, jo, wir verstehen dich und euch beide sehr gut. Oh, super, Gerion. Dann auf jeden Fall nochmal gute Besserungen raus an alle, die jetzt wirklich krank sind. Ich habe mir gedacht, ich schnapp mir den lieben Nico. Was ein paar von euch vielleicht auch wissen, ist, dass wir uns schon seit der 5. Klasse kennen, meine ich. Ne? Und uns beide verbindet ein Film, den ich sehr gerne mag, den du aber irgendwie scheiße findest. Und das kränkt mich immer wieder, und zwar Jurassic Park 3. Auf jeden Fall. Hab ich mir gedacht, wir quatschen heute wirklich mal über die gesamte Jurassic Timeline. Dazu könnt ihr natürlich auch reichlich Fragen stellen. Das könnte natürlich im Endeffekt ein bisschen lang gehen alles. Wenn ihr jetzt mal irgendwie in die Beschreibung reinschaut von dem Stream, ich habe da so eine Liste gemacht mit verschiedenen Themen. Da sind schon ein paar zusammengekommen. Ich kann ja mal ganz kurz selber vorlesen. Für diejenigen von euch, die eben keinen Bock haben, das zu lesen. Kannst du mir vorher einen kurzen Gefallen tun? Weil ich kann den Chat, was ihr nicht wisst, Tobi hat so einen Curved-Bildschirm. Dadurch kann ich den Chat persönlich nicht so gut lesen. Kannst du den ein bisschen mehr in die Mitte holen? Das ist natürlich egoistisch gewesen. Ja, sehr viel besser. Ja, natürlich. Jetzt sehe ich sie auch schlechter. Ja, okay. Na gut. Aber ist ja egal. Ich kann ihn auch in die Mitte holen. Ich sag in Mitte, nicht komplett nach rechts. Folgende Themen werden heute besprochen. Wir sprechen einmal ganz kurz über Colin Trevorrow. Also über eine Aussage, die er erst vor kurzem getätigt hat, beziehungsweise über einen Post, den ich letztens noch verfasst habe, über so eine Sache, über die sich auch wirklich in den Kommentaren dann gestritten wurde. Mal gucken, wie wir das jetzt gleich alles auffassen werden. Du weißt ja noch gar nicht, worum es geht. Nee. Okay. Danach gehen wir auf die Kommentare der Community ein unter einem ganz bestimmten Video. Da habe ich gesagt, wenn ich jetzt wirklich einmal die Woche live gehen möchte, möchte ich dann immer auch mal auf eure Kommentare unter meinen neuesten Videos eingehen. Das heißt, wenn ihr neue Videos von mir seht, könnt ihr da gerne interessante Fragen drunter stellen. Die werde ich dann eben im darauffolgenden Livestream besprechen. So, danach besprechen wir Jurassic Park. Danach Jurassic Park The Game. Dann geht es weiter mit The Lost World, Jurassic Park 3. Dann das vergessene Spiel, ein geheimes Spiel, wovon vielleicht schon der ein oder andere auch weiß, worum es da geht. Jurassic World, Jurassic World Fallen Kingdom, Jurassic World Aftermath, Jurassic World Dominion. Was bringt die Zukunft? Da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, da wir ja erst gestern und heute einen riesen Austausch hatten über das Thema Franchise-Fortsetzung. Und am Ende gibt es da noch eine große Ankündigung. Ich habe es jetzt große Ankündigung genannt, aber so groß ist es vielleicht dann doch nicht. Naja. Ja. So. Ich habe ein bisschen Angst, ich weiß nicht, deine Community kennt mich ja nicht. Das sind alles Assis. Ich habe ein bisschen Angst, hier heute als der Böse hier rauszugehen, weil ich ja dann doch mehr Jurassic Park-Fan bin als Jurassic World. Wir werden mal sehen, wie ihr über Jurassic World die späteren Filme denkt und auch die Serie, und bin mal gespannt, was dann später eure Meinung sein wird. Ihr werdet auf jeden Fall unsere mitbekommen, und ich meine, deine kenne ich. Ja, tatsächlich, es wird auf jeden Fall gleich spannend werden. Ich gucke mal ganz kurz in die Kommentare rein. Mhm. Wenn ihr das alles beredet, wird es ein 24-Stunden-Stream, so wie ihr immer am Bubbeln seid. Haha. Ja. Auf jeden Fall. Und mein Beileid für den Fingerschnitt. Wer hat sich in den Finger? Du hast dir in den Finger geschnitten. Da können wir uns ja wirklich unser Schicksal teilen. Sieht man das jetzt hier? Wahrscheinlich nicht. Moment. Da sieht man's. Ich gehe auch schwer verwundet hier in den Stream rein. Jurassic Park auf VHS habe ich noch. Und natürlich auch die Trilogie auf DVD. Ja, ich bin auch jemand, ich habe die auch noch alle auf VHS. Nee, stimmt gar nicht. Auf VHS habe ich die sogar gar nicht mehr. Ich habe die noch auf DVD in meiner, kennst du diese Bulletproof-Box? Ja, ja. Die habe ich eben noch mit dem Spinosaurus vorne drauf. Und ansonsten habe ich noch die Blu-ray-Varianten. Dazu kannst du vielleicht mal was sagen, weil du hast mich damals auf den Trichter gebracht, dass die Blu-ray-Varianten eigentlich ziemlich scheiße sind.
Ja, tatsächlich sind die Blu-Rays für Blu-Rays nicht so gut. Also was soll ich jetzt darüber sagen? Im Vergleich zu anderen Blu-Rays sind sie jetzt verhältnismäßig schlecht gemastert. Ich habe sie mir dann später auf 4K geholt, also die ersten beiden. Und bei 4Ks ist es ja so, dass die dann nochmal vom Original negativ scannt. Der gleiche Prozess ist schon mal passiert für die 3D-Version von Jurassic Park 1. Der sieht zum Beispiel, wenn du dir den anguckst, der sieht exorbitant besser aus auf der Blu-Ray als die alte Blu-Ray, wo die in 2D. Aber auch nur die 3D-Version. Nur die 3D-Version, weil die 2D-Version ist immer noch die alte. Die 3D-Version sieht exorbitant besser aus, weil die nochmal neu abgescannt wurde. Originalfilm. Die Blu-Ray-Version basierte halt auf der gleichen Version wie die DVD. Das ist eine digitale Kopie gewesen, die nicht vom Original negativ stammt, sondern von digitalen Versionen, die eben zur Verfügung standen. Schon quasi schon 10-mal kopiert wurde. Und das siehst du, weil die Farben sind blass, das ist ein bisschen unscharf und schimmerig. Bei welcher Version ist es eher blass? Bei den DVDs und den Blu-Ray. War das nicht so gewesen, dass gerade die Blu-Ray, dass die so überbelichtet war mit allem, dass da die Farben so übertrieben knallig waren? War ja, aber trotzdem blass. Es war ultra hell, aber trotzdem blass. Weißt du was, der Kontrast war raus, aber die Helligkeit war hoch. Ich erinnere mich nämlich gerade nur daran, wo du mir das gezeigt hast, dass mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass Jurassic Park in der 4K-Version wesentlich dunkler war. Dunkler, aber der Kontrast ist höher. Ich habe das auf jeden Fall gehört. Ich habe das schon mal erwähnt gehabt. Es wurde mir aber nicht geglaubt, dass ich damit recht habe, dass die 4K-Variante auf jeden Fall besser ist als die Blu-Ray-Variante. Ja, 4Ks tendenziell eben, wie du sagst, dunkler sind, weil das Kontrastverhältnis ein anderes ist. Wenn du einen Fernseher hast, der kontrastschwach ist, was halt viele günstige Fernseher sind, die zwar 4K und HDR können, aber es halt eigentlich nicht können, weil sie kontrastschwach sind, dann werden die Bilder halt extrem dunkel. Gut, so viel dazu. Ich habe jetzt auch eben gerade gelesen, ich hätte wohl vergessen, die Animationsserie aufzulisten. Und das habe ich wirklich vergessen. Wie findet ihr die Serie? Sorry. Da kommen wir noch dazu. Ja, auf die ist auf jeden Fall mit dabei. Hast du diesen Netflix-Film gesehen? Diesen Hidden Adventures? Ja. Die machen wir auf jeden Fall auch noch mit rein. Die werden wir auf jeden Fall auch nochmal besprechen. Ich habe die Bücher auch und ich habe sie auch gelesen. Ich will ein bisschen auf die Kommentare noch mit eingehen, wenn ich sie jetzt schon mal lesen kann. Ich habe die Bücher auch, ich habe sie gelesen. Ich habe sogar heute für dieses Video nochmal die Wikipedia-Zusammenfassung von dem zweiten Buch gelesen, weil ich mich daran fast gar nicht mehr erinnern konnte. Ich habe das zweite Buch noch nie gelesen. Ah, okay. Musst du unbedingt lesen, weil das zweite Buch ist so komplett anders als der Film. Das habe ich schon oft gehört inzwischen, ja. Also wirklich Wahnsinn. Das ist komplett unterschiedlich. Seit fast zwei Jahren sind, glaube ich, inzwischen stolzen Jahren. Kann überhaupt nicht sein, ist ja Quatsch, was ich gerade erzähle. Auf jeden Fall fast seit einem Jahr bin ich bei der Buchbesprechung auf YouTube, wo ich quasi die Kapitel durchgehe. Und ich komme damit nicht so ganz voran, wollte mir aber halt auch vorher nicht schon den zweiten Teil anfangen durchzulesen. Ich hasse Jurassic World außer Battle at Big Rock. Für mich ist das einzig Beste von Jurassic World. Ich finde, hassen ist immer so eine ganz krasse Aussage. So, ja gut, dazu kommen wir noch, wenn wir dann zu Jurassic World kommen. Auch. Aber hassen ist so eine Sache, weil es damals hieß, das ist der Ton, den Dominion anschlagen wird. Egal. Gut, fangen wir erstmal an mit Jurassic Park 1. Wann kam der raus? 1993? 93. Wann hast du ihn zum allerersten Mal gesehen? 1995. Ja, okay. Ja. Gut, dann warst du da auch relativ im Mai, also da war ich ähnlich alt. Er lief nämlich zum ersten Mal im Fernsehen und mein Opa hatte ihn extra für mich auf Videokassette aufgenommen. Mit einer damals lief er, ich glaube, auf Pro7 und da lief direkt danach eine Making-of, was ich dir dann Jahre später mal gezeigt habe. Mit den Stop-Motion-Dingern da. Die gibt es übrigens auch auf YouTube inzwischen. Ah, die Stop-Motion-Varianten. Geil. Also nicht das ganze Making-of. Aber die Stop-Motion-Variante. Ja. Jurassic Park ist unfassbar unfassbar aufwendig gewesen. Und ich will gar keine Werbung jetzt hier dafür machen, aber wer das Jurassic Park oder auch das Jurassic World Compendium noch nicht besitzt, holt's euch auf jeden Fall. Also wenn ihr Fans seid von Filme machen und gerade von Jurassic Park und auch von mir aus von Jurassic World, das Compendium, ich hab's ja sogar da, aber wir haben es ja auch schon mal in einem Twitch-Stream ein bisschen ausführlicher besprochen, lohnt sich auf jeden Fall. Ich war ähnlich alt tatsächlich. Ich bin mit Jurassic Park auch in Berührung gekommen, da war ich auch 5 oder sowas. Mhm. Und in Teil 2 war ich dann sogar schon wieder im Kino gewesen. Krass. Teil 1 habe ich aber auch nur auf VHS gesehen. Und an sich habe ich nicht so eine, also Jurassic Park 1 ist wahrscheinlich so der Grundstein für das Kino, wie es eben auch heutzutage ist, zumindest in manchen Bereichen. Ich würde es mal sagen, wie es mal war. Dann ist dann irgendwie Avengers der Grundstein geworden, wie Kino heute ist. Ja, leider. Gut. Ja gut, aber dann haben wir auch Jurassic World Dominion bekommen. Aus so einem Grundstein kommt das dann raus. Das war dann eben der Milestone für heute. Gut, Jurassic Park 1, was sagst du, wie das Ganze gealtert ist?
Von damals zu heute. Also dadurch, dass ich ihn ja jetzt vor kurzem erst auf 4K wieder gesehen habe, muss ich echt sagen, wenn man ihn so neu abscannt und ihn quasi so aufbereitet, wie er damals im Kino lief, ist er so unglaublich gut gealtert, bis auf, muss man halt ehrlicherweise sagen, CGI. Ich hab wirklich immer gedacht, boah, das CGI ist noch richtig, richtig gut. Und es ist auch noch richtig, richtig gut, stellenweise. Die hellen Szenen, da merkt man halt echt, der Schattenwurf passt nicht so richtig. Gerade in meinem Brachiosaurus am Anfang der Szene. Ja. Der Schattenwurf passt nicht. Aber man muss halt echt sagen, das war der erste Film nach Terminator. Okay, es war der dritte Film. The Abyss, dann kam Terminator 2 und dann kam Jurassic Park, die halt wirklich im großen Stil CGI benutzt hatten. Und als dritter Film, das war der erste, der lebendige Kreaturen dargestellt hat. Terminator 2 hat ja dieses Flüssigmetall, das ist relativ einfach, weil es ja eine glatte Oberfläche ist. Also es ist halt viel, viel leichter als einen lebenden Organismus. Und als dritter Film im großen Stil CGI zu verwenden, macht er das immer noch unglaublich gut. Trotzdem sind die hellen Szenen fallen deutlich ab im Vergleich zu den dunklen Szenen. Wenn der T-Rex dann die im Auto jagt zum Beispiel, wenn sieht unglaublich gut selbst heute noch aus. Und ich finde, das kann fast noch mithalten mit den Szenen, die später in Jurassic World rauskamen. Ja, Den lassen. Ja, nee, definitiv gehe ich da komplett mit. Ich lese hier gerade nur, Dinosaurs Toys and Merchandise schiebt hier gerade permanent Werbung für seinen Kanal in den Stream. Ist eher unelegant, aber ihr könnt ja gerne mal bei ihm vorbeigucken. Damit, Er hat auch seine Nachricht zurückgezogen. Ja, aber zweimal auf meinem Kanal findet, es ist alles schön, auf seinem Kanal findet ihr die Sachen, könnt ihr mal gerne vorbeigucken, aber sollte man halt nicht unbedingt machen. Auf jeden Fall, Jurassic Park 1 ist für mich, was die das Technische angeht, auf jeden Fall auch, ich sehe das genauso wie du, dass der erste Jurassic Park-Film hier und da seine Schwächen hat. Mhm. Gerade was die Machart eben angeht. Und weil du den Brachiosaurus auch erwähnt hast. Immer wenn ich diesen Film sehe, und ich weiß noch, wie damals der Brachiosaurus auf mich gewirkt hat, wie ein echter Dinosaurier, das war ein echtes Wesen, was da langläuft. Das ist wirklich nicht ganz so gut gealtert, weil du merkst dann auch irgendwie, es ist dieses das Tier, das Objekt, das passt nicht so ganz in den Film rein. Du hast aber eben schon alles dazu eigentlich auch gesagt. Das Vermischen zwischen den Props, also den animatronischen Puppen und dem CGI, finde ich in Jurassic Park 1 besser gelöst als in Jurassic World Dominion. Weil in Jurassic World Dominion merkst du den Übergang aus irgendeinem Grund. Der Dominion hat definitiv bessere CGI. Und da müssen wir gar nicht drüber quatschen. Aber der Übergang von den animatronischen Puppen zum CGI ist in Jurassic Park, in Jurassic World Dominion ist das sehr auffällig. Du merkst, wann jetzt so der Schnitt kommt. Ja. Bei Jurassic Park hast du das zum Beispiel so gut wie gar nicht, finde ich. Was man bei Jurassic Park halt wirklich sagen muss, ich weiß nicht, ob manche vielleicht kennen von euch das Video, es gibt, vielleicht kennst du es auch, auf YouTube ein Video, das heißt Why Jurassic Park Works Better Than Jurassic World. Wie heißt der zweite? Fallen Kingdom, ja. Und Scope and Scale. Und dann sieht man in dem Video, weil es gibt in Jurassic Park diese Brachiosaurus-Szene, fast die gleiche Szene gibt es in Jurassic World Fallen Kingdom auch nochmal. Dann später, als der Brachiosaurus auftaucht, ich glaube in der Lage, als er dann auf dem Festland ist oder so. Also es gibt fast genau die gleiche Szene nochmal. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Du meinst die, wo er dann vom Vulkan verschluckt wird? Oder meinst du davor schon? Wo er einfach nur da langläuft? Genau. Wo das Ding auf Isla Nubla ist. Genau, genau. Es gibt ja die gleiche Szene, da stehen auch, da steht dann Owen Grady oder so. Ja, das der ist dann unten, unten links in der Ecke steht, so wie halt die, wie heißt sie nochmal? Laura Dern, genau. Ellie Sattler, wo sie halt eben auch unten in der Ecke steht und man sieht diesen Schwenk darüber. Ja. Und was dieses Video zeigt, ist, warum Jurassic World, Jurassic Park, obwohl die Szene, vielleicht die Digitaleffekte nicht mehr so gut gealtert sind, aber die Szene wirkt in Jurassic World trotzdem tausendmal besser, weil Kameraarbeit einfach eine bessere ist. Du siehst, wie Größenverhältnisse dort stattfinden. Weil du siehst zuerst diese Nahaufnahme auf sie. Dann siehst du den Weitwinkel auf den Dino. Dann siehst du diesen Schwenk von links nach rechts. Und während wenn da der Schwenk von unten nach oben rechts geht, geht er halt in Jurassic World eben von links nach rechts. Da fehlt dieses Größenelement. Ja, aber ist da der Vergleich vielleicht doch ein bisschen happig? Weil in Jurassic Park haben sie ja auch versucht, diese Faszination noch zu zeigen. Genau. Das erste Mal Dinosaurier. Ja.
diesen Effekt wollte man vielleicht auch später gar nicht mehr erreichen. Mhm. Also, nee, also ja, wahrscheinlich, das. Vielleicht, ja. Das Video geht ja weiter und das wird halt auf jede Szene angewandt, warum da die Dinos eben epochal wirken im Vergleich zu den späteren Filmen, wo sie teilweise verhältnismäßig klein oder eben nicht mehr wirklich beeindruckend oder monströs oder was auch immer wirken. Also die Wirkung ist nicht mehr die gleiche, weil auch Kamera extrem viel dazu beiträgt und die Perspektive, wie das Tier wirkt. Und all das inklusive den Practical Effects in der Vermischung mit dem CGI, damit will ich eigentlich nur nochmal hervorheben, wie unglaublich gut die Kamerarbeit in dem ersten Jurassic Park ist. Ja, auf jeden Fall. Im Vergleich zu den Filmen, die später kamen, die viel weniger Mühe sich dabei gegeben haben, weil das automatische, da war halt kein Steven Spielberg, der ein genialer Typ ist, was Kameraarbeit angeht. Da waren halt Leute dahinter, die wussten, wie man Größe inszeniert. Ja, ich weiß, was du damit meinst. Ich sehe, ja, gut. Ich denke halt aber auch nur, eventuell hat man halt, da muss ich jetzt Jurassic World vielleicht doch ein bisschen in Schutz nehmen, dass der Effekt vielleicht auch gar nicht so rübergebracht werden sollte, weil der Effekt war ja schon mal da. Ja, so dieses, Jurassic World war halt eine Kopie von also, ja, aber in Jurassic World ging es ja schon darum, dass die Menschen Dinosaurier langweilig finden. Ja. Jetzt würde es ja keinen Sinn machen, das Ganze nochmal so aufzubauen, wenn es ja eh die, keine Ahnung, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst und sehe das auch ganz genauso. Ich mag Jurassic World, ist auch vollkommen cool. Also ich würde niemals sagen, ich hasse die Filme, weil ich es vorhin gerade gelesen habe. Ich hasse die Filme nicht. Wenn es immer nur darum halt geht, ich habe halt so meine Standpunkte, was mich an Jurassic World einfach stört. Ja. Das ist so mein Ding. Deswegen würde ich niemals sagen, du darfst Jurassic World nicht mögen oder so. Das ist schön, wenn ihr die Filme wirklich mochtet oder mögt und toll findet. Mir geht's da auf jeden Fall nicht unbedingt so und bei dir ist ja ähnlich. Ja. Dazu kommen wir ja nochmal genauer. Genau. Ganz kurz, weil einer geschrieben hat, ob wir Primeval, aber ich glaube, du meinst Primal gesehen haben. Haben wir witzigerweise heute die ersten drei Folgen, habe ich dir gesagt. Nee, ich glaube, er meint wirklich Primeval. Primeval ist die die sehr schlecht gealterte Serie mit diesen Anomalien, die überall auftauchen und dann ploppen die Saurier das war so daraus. Pro-7-Serie, gell? Genau. Ja, war aber echt cool gewesen hab damals. Habe ich gesehen damals, ja. War lustig. Ja. Aber okay. Du kannst mal den anderen Film kurz in die Kamera halten. Ach so, ja. Wir haben nämlich... Serie, Entschuldigung. Ja. Wer es noch nicht gesehen hat, ich habe es auf meinem Kanal, habe ich ein Video dazu gemacht. Schaut euch mal Primal an. Das gibt's leider nur in Frankreich und England und Amerika auf Blu-ray. In der Serie wird nicht geredet, also könnt ihr sie euch gerne kaufen. Ja, also generell sind ja die meisten hier eher Dino und natürlich auch Kaiju begeistert. Also es geht hier um diese prähistorischen Kreaturen. Und Nico und ich haben uns darüber unterhalten, dass mir die Filmlandschaft aktuell halt ziemlich auf die Nerven geht, weil immer alles dasselbe ist. Da hat Nico gesagt, pass auf, ich bringe dir jetzt mal einen Film mit oder eine Serie mit. Du schaust dir jetzt mal die ersten drei Folgen davon an. Und das ist wirklich eine Serie, die ich auch nur wirklich jedem weiterempfehlen kann. Es geht um Dinosaurier, es geht jetzt hier nicht um wissenschaftliche Fakten. Da leben Menschen und Saurier parallel in einer Zeitepoche. Es ist schwer zu beschreiben tatsächlich. Es ist wirklich, die ganze Serie basiert auf Mimik und Gestik. Kann ich aber nur empfehlen. Ich würde halt sagen, die Serie, es geht halt wirklich um Emotionen hauptsächlich. Und zwar so in so einer sehr ursprünglichen Form. Du hast halt so diese ganzen Grundemotionen wie Wut, Hunger, Zorn, Verlust, all diese großen Emotionen, die große Themen sind, werden durch die Augen von einem Menschen und durch die Augen von einem Dinosaurier transportiert, was sich super weird anhört. Aber in der Serie, dadurch, dass nicht gesprochen wird und alles über Gestik und Mimik funktioniert, unglaublich gut funktioniert. Und die ist ultra brutal. Also ich weiß nicht, ob das die 16 oder 18 ist in Deutschland, weil es ist halt keine deutsche Blu-ray, aber sie ist ganz schön heftig. Dafür, dass die von Adult Swim ist, von dem Typen, der Powerpuff Girls gemacht hat. Das ist schon sehr brutal, Respekt. Hat sich auch nicht gesteigert, was den Gewaltgrad angeht. Also viel auf jeden Fall, nur nebenbei als kleinen Tipp. Okay. Weil eine Sache, die ich immer wieder betone und die mir beim Jurassic Park gucken immer wieder auffällt, gerade auch wenn man sich Jurassic World, und sorry, der Vergleich muss mal ganz kurz kommen, zu Dominion. Hast du was? Nö, ja, ich lese nur nebenbei den Chat. Weil immer halt auch gesagt wird, okay, Jurassic World Dominion ist doch ganz gut und ich würde es immer so schlecht reden und was sagst du dazu, wenn ich jetzt einfach mal in den Raum schmeißen würde, dass Steven Spielberg seine Szenen, die einzelnen, auserzählt? Ja, sehe ich genauso. Wobei witzigerweise Steven Spielberg ja bei dem zweiten Film gesagt hat, dass er den selber nicht gut fand. The Lost World? Ja, im Vergleich zu seinem ersten. Da gibt es aber auch
Denk-Logik-Fehler, finde ich, im zweiten Film. Im ersten hast du die halt weniger drin. Ja, er selber meint halt, dass ihm da halt der Film abhanden gekommen ist, weil er zu groß geworden ist. Das war so sein Statement. Er hätte sich im Nachhinein doch gerne lieber am Buch festgehalten. Er wollte halt seine eigene große Geschichte erzählen, deswegen ja dann auch dieses King Kong-artige Ende, wo dann Godzilla oder Godzilla-artige Ende, wenn der T-Rex in die Stadt kommt und so. Weißt du? Ich fand das geil, das mögen ja so viele nicht, aber ich fand das irgendwie geil. Ja, aber das war halt so Steven Spielbergs, er nennt das immer so ein bisschen sein Wahnsinn, der dann durchgekommen ist, weil er einfach größer gedacht hat, aber so die Story aus dem Auge verloren hat. Aber ist halt seine eigene Ansicht. Ich würde es nicht unterstreichen, weil ich mag den zweiten, aber da kommen wir auch noch hin. Warum ich immer sage, dass ich das an Jurassic Park eben so wertschätze, dass die Szenen auserzählt sind. Als Vergleich zu Jurassic World Dominion hast du das eben nicht. Nur mal als Beispiel ganz kurz, die Malta-Szene. Mhm. Ist eine Szene, die einfach unterbrochen wird und wir schneiden dann zu unseren Hauptfiguren und du erfährst nicht, was jetzt in Malta weiter passiert. Mhm. Das heißt, wir machen eine Szene, aber wir beenden diese Szene nicht. Mhm. Ich würde jetzt halt ungern schon über Dominion sprechen, weil Dominion ist... Der Vergleich ist immer da, finde ich. Mein größtes Problem mit der ganzen Jurassic World-Reihe. Der Film ist so überladen und hat irgendwie trotzdem nichts zu sagen. Und von daher kann ich eigentlich jede Szene als Beispiel nehmen dafür, dass der Film nicht die Sachen auserzählt, um die es geht. Es wird ständig was angerissen, es wird ein Thema angerissen, dann wird weggerissen und dann geht es um, es gibt zu viele Charaktere in diesem Film, es gibt zu viele Szenen in diesem Film und tatsächlich, finde ich, gibt es auch so viele Dinosaurier in dem Film, die aber eigentlich nichts zu tun haben. Außer ihren Shot machen, den man eben auch kennt und dann wieder verschwinden. Genau, das größte Problem ist dann eben auch unser Joker-Saurier, wie er ja genannt wurde. Verstehe ich bis heute nicht. Keine Ahnung. Aber da, ey, lass uns nicht über den Film jetzt schon reden, weil dann erstens geht meine Laune runter und zweitens, da habe ich dann mein Feuer verschossen, was ich zu dem Film sagen kann. Aber ja, ich sehe es genauso. Die Jurassic Park-Filme haben einfach eine viel stringentere Erzählung und du merkst einfach, dass Spielberg auch generell etwas zu erzählen hat, was er weitergeben möchte. Das jetzt an Michael Crichtons Büchern liegt oder an den Ideen, die er sich selber gemacht hat. Ich würde es sagen, es ist teils, plus noch eine dritte Person, die in der Produktion sehr beteiligt war, die ich jetzt gerade vergessen habe. Aber ich würde sagen, da waren halt viele Grundideen dabei, was erzählt werden soll. Es sollte ja auch was, wenn wir jetzt auch wieder ein bisschen zu Jurassic Park zurückgehen zum ersten Teil, es sollte ja auch was erzählt werden, was mehr war als nur Menschen sehen einen Dinosaurierpark und müssen dann vor denen wegrennen. War ja nicht nur ein Blockbuster-Gedanke, sondern es war ja auch irgendwo eine Botschaft dahin. Das stimmt, ja. Ja, und diese Botschaft, finde ich, ist ja den Worldfilmen extrem dem Entertainment-Faktor zum Opfer gefallen. Weil die Worldfilme, habe ich immer das Gefühl, die sollten eigentlich nur unterhalten. Und ich fand immer, dass es so toll war, dass die ersten beiden Jurassic Park-Filme mehr wollten, als nur zu unterhalten. Es ist schon fast eine Warnung. Ich musste da irgendwie auch an den ersten Godzilla-Film denken, der ja vor Atomwaffen warnt. Absolut. Und so ist Jurassic Park, der eigentlich so vor der Genforschung warnt. Das sehe ich da auf jeden Fall genauso. Also ich würde auch, würdest du jetzt Jurassic Park 1 ranken im gesamten Jurassic-Universum? Also objektiv gesehen auf Platz 1. Habe ich hier auch gerade schon gelesen. Ja. Das ist wohl nicht. Aber es ist rein faktisch, ist das, würde ich behaupten, aus jeder analytischen Sicht heraus der bessere Film. Weil er einfach hat keine Fehler. Es gibt keine Stelle, die man meiner Meinung nach irgendwo verbessern könnte. Das Erzähltempo ist richtig, die Botschaft ist vorhanden. Außer halt die Digitaleffekte, aber die waren halt in den 90ern so. Und nachträglich was zu verändern, dafür ist George Lucas down. So, ich habe jetzt hier eben gerade mal eine Abstimmung reingesetzt. Es geht, also wie gesagt, der Vergleich zu Dominion, der wird ab und zu nochmal auftauchen. Auch bevor wir über den Film reden. Eben auch gerade jetzt, wenn wir dann gleich zu The Lost World kommen, weil das geht irgendwie nicht daran vorbei. Mhm. Ich erkläre gleich auch noch, warum ich gerade The Lost World und Dominion so vergleichbar finde in einer bestimmten Hinsicht. Mhm. Gerade was das Ende auch angeht. Die wenigsten von euch, es gab jetzt 21 Stimmen, jetzt sind es 22 Stimmen. 5% sagen, der Film ist sehr geil, 27% finden den gut, 36% okay, 35% okay und 30% finden ihn nicht gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir die beeinflusst haben, aber ist natürlich auch... Auf gar keinen Fall, das glaube ich nicht. Nö, aber ist natürlich schon... Wir hätten ja Abstimmung machen sollen, bevor wir anfangen, schon so viel über diesen Film zu haten. Nee, ich hate da ja nicht. Ja, nicht haten, oft, sondern... ist nicht immer haten. Stimmt mal mehr für gut ab. Guck mal, jetzt sind schon 8%. Ja, aber... Wir wollen differenzierte Meinungen.
Nee, also das ist wirklich, ich lese das immer öfter auch. Ich mag es halt nur nicht, wenn man dann irgendwie sagt, dass ich irgendwas schlecht rede, weil das mache ich halt nicht. Ihr könnt die Filme gut finden oder eben schlecht. Der arme Giga hat nur auf die Schnauze bekommen. Das stimmt. Rexy bekommt generell aber mehr auf die Schnauze, ne? Ja. Ja, deswegen die Umfrage ganz kurz hier beenden. Ich will mal ganz kurz jetzt auch wissen, was ihr über Jurassic Park 1 denkt. Ich weiß gar nicht, wie viele Abstimmungen ich jetzt hier machen kann. Wir gucken gerade mal, ob ich das alles so hinkriege. Ja, also während du das jetzt gerade machst, kann ich ja ein bisschen reden. Hau rein. Und zwar, also einer der vielen Gründe, warum Jurassic Park 1 so genial ist, ist, weil er eine Spannung aufbauen kann, die sowohl bei Kindern oder bei jungen Erwachsenen noch funktioniert, aber auch bei Erwachsenen, aber eben auch bei Erwachsenen, also bei Menschen, die eben über die 30 sind. Weil er alle Elemente vereint, die einen guten Film ausmachen, der eben in so einem Universum spielen kann. Er ist extrem abenteuerlich, weil er diese Kinderkomponente hat, wenn die über diesen Zaun klettern, wenn die den Brachiosaurus auf dem Baum sehen und so weiter. Das sind ja alles klassische Abenteuer-Szenen. Das könnte auch in einem Indiana Jones drin sein oder so. Ja. Aber er hat auch diese Horror-Element-Szenen, die, wenn der Raptor zum Beispiel das erste Mal auf Dr. Sattler trifft, in der Szene, wo dann Mr. Arnold's Arm, genau, ja. Der Arm von Samuel L. Jackson auf sie drauf fällt. Hast du gewusst, dass die Szene eigentlich verfilmt werden sollte, ursprünglich? Also wie er stirbt? Das ja, also im Buch ist es ja dann auch tatsächlich drin, und das ist super eklig, wie er stirbt. Oh. Ja, es war, glaube ich, zu gewalttätig. Nee, Samuel L. Jackson konnte nicht ans Set fliegen wegen dem Sturm auf Hawaii. Ah, okay, das ist da noch nichts, okay. Jedenfalls, das ist ja schon Horror. Das hat ja was von Stalking und so weiter, wenn dann der Raptor sie verfolgt. Und auch dann später, wenn die Kids in der Küche eingesperrt sind und so weiter. Das sind ja alles so sehr beklemmende Szenen, die sehr horrorartig sind. Und er verwebt das alles, aber es ist trotzdem konsumierbar. Und es funktioniert auf allen Bereichen. Ich weiß nicht, der Horroraspekt dabei. Ich meine, den hast du hier und da ja schon mal. Ja, doch. Was ich bei dem Pacing generell einfach so interessant finde, es mag sein, dass da auch ein bisschen Horror mit reinspielt, ja. Ist aber einfach auch die Kunst von Steven Spielberg, uns als Zuschauer dieselben Gefühle zu vermitteln, die auch die Figuren im Film haben. Das heißt, am Anfang haben wir eine ganz heroische Musik. So, wir als Zuschauer denken uns auch, oh geil, guck mal, ein echter Brachiosaurus. Yeah. Die Technik ist so super. Und dann später verfällt das alles, aber so richtige Horroraspekte im Film. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass das ich habe ihn witzigerweise bei mir im Regal sogar unter Horrorfilm stehen. Echt? Ja, weil da passt nirgendwo anders rein. Ich finde, das ist kein Science-Fiction-Film. Dino-Film. Das ist kein eigenes, also in meinem Regal ist es kein eigenes Genre. Dafür gibt es zu wenige. Ja, ihr müsst auch wissen, Nico hat für alles so Parteikarten. Also da ist alles sortiert beim Nico zu Hause. Ja, keine Ahnung, Action, Drama, Horror und so weiter. Na gut, so weiter. Drama passt auch nicht rein, das stimmt. Ja, es passt in kein anderes Genre. Ich finde, am ehesten passt das dann noch in Horror, weil es halt ein Monsterfilm ist. Das ist ein auf naturwissenschaftlichen Fakten von damals aus den 90ern beruhender Monsterfilm. Das ist genau, wenn ich ihn beschreiben würde. Mit einer Öko-Botschaft. Die Warnung einfach, meinst du? Ja, was er uns eben so mitgeben möchte, dass wir die Natur als Menschen eben nicht beherrschen können. Ich finde ein Zitat von ihm immer noch viel weitreichender, als nur auf die Natur zu beziehen. Dieses ganze, die Wissenschaftler waren nur darauf bedacht, darauf zu achten, ob sie es schaffen können. Ja. Aber nicht, ob sie es wirklich machen sollten, hat sich keiner gefragt. Und das finde ich sogar noch ein bisschen tiefreichender, weil das geht auch tatsächlich auf Sachen zurück, finde ich, wie das Internet oder so. Ja. Dieses ganze Globale, was wir aktuell haben. Deswegen Jurassic Park ist schon, klar, in erster Linie eine Warnung in Sachen Natur. Greift da eben nicht ein. Die Natur holt sich alles wieder zurück. Aber eben auch irgendwie, auch, dass sie unberechenbar ist. Ja, so eine kleine Zukunftsangst ein bisschen, was die Zukunft so bringen könnte, weil der Mensch sich halt überall einmischt und Gott spielt, wird ja öfter auch mal zitiert. Ja, Michael Crichton hat in seinen Büchern extra dann irgendwann diese ganze Gott-Thematik rausgelassen, weil er fand, dass das dann eben doch zu theologisch wird. Das wollte er dann ein bisschen weglassen. Da gab es dann ein Interview von ihm, warum, weil er hatte Das zweite Buch hatte eigentlich mit einem theologischen Aufbau angefangen, wo Dr. Malcolm eine Rede hält, warum die Menschen sich über Gott stellen und so. Und das hat er dann doch weggelassen, weil er gesagt hat, er will diesen theologischen Teil nicht mit haben. Im Film dann meinst du? Im Buch. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob es beim ersten drin war. Auf jeden Fall, ich denke, wie du es gesagt hast, es ist auf jeden Fall eine Zukunftswarnung. Ja. Eine Zukunft, die eben mittlerweile Realität geworden ist, kann man sagen. Ja.
Ich meine, der Film ist ja unter dem Aspekt ja auch entstanden in der Zeit, da war gerade Dolly geklont. Den, der das vielleicht nicht mehr mitbekommen hat, das war das Schaf. Und das war das erste Tier, das geklont wurde. Zumindest das erste Säugetier. Wann war das gewesen? Das geklont wurde, das war 91. Google's 91. Nach, aber entweder 90 oder 91. Aber passt das dann mit der Zeit her? Weil das Buch ist ja wesentlich früher erschienen. Das von Michael Crichton, das ist ja schon in den 80ern erschienen. Nee, aber der Film. Also, ich, komm, googelt's mal nach, vielleicht war es noch 89 schon. Nee, das Buch ist nicht 81, ist irgendwann Ende 80er. Ja, ich glaube sogar ja, 89. 89, glaube ich. Google mal, wann Dolly das Schaf war. Also auf jeden Fall Ende 80er, Anfang 90. Geboren 96. 96, oh, das war nach dem Film? Das war nach dem Film. Krass, dann siehst du mal, da habe ich das falsch in Erinnerung gehabt. Okay, zumindest waren wir scheinbar auf dem Weg, dass Klonen möglich sein konnte. Der Gedanke war schon ja, da. Ja, der ne? Gedanke ja. war scheinbar schon da. Krass, jetzt bin ich aus dem Konzept gebracht, aber trotzdem waren wir in der Zeit, in der wir solche Möglichkeiten scheinbar kurz vor unseren Augen hatten. Ähnlich wie wir heute ja schon wissen, dass AI möglich ist und wir in gewissen Bereichen ja schon haben, aber trotzdem noch nicht wahrscheinlich dieses AI haben, was wir in 5 bis 10 Jahren haben werden. Ja, ja. Und ich glaube, so war es wahrscheinlich damals mit dem Klon. Es war in greifbarer Nähe, war wahrscheinlich schon möglich in gewissen Bereichen, aber wir waren noch nicht durchgebrochen bis eben 1996. Die Filme sehen sehr oft so ein bisschen die Zukunft voraus ja. mit solchen Warnungen. Ja. Geryon schreibt jetzt auch, wo die Kids sich in der Küche versteckt haben und die Raptoren kommen, ist auch sehr spannend, gruselig ja. an der Stelle. Ja, aber Horror ist für mich ein bisschen, keine Ahnung, kann man sich auch drüber streiten ja. eigentlich, dass es ein Horror ist. Ja, doch, ist schon richtig so. Es ist auf jeden ist Fall. Horror-Komödie. Also da ja. ist im Endeffekt gar nichts unheimlich und trotzdem zählt das unter dem Banner Horror. Dominion ist wie Fast and Furious mit Dinos. ja. Ja. Also auf jeden Fall würde ich sagen, Jurassic Park hatte eine Botschaft, die ich selbst als Kind gerafft habe. Ist dir das wichtig, dass ein Film eine Botschaft hat? Weil ich muss sagen, also, vorwegzunehmen, ich finde ja. das immer schon geiler. Wenn ein Film ja. mir was mitgibt, finde ich das schon. Also das Wichtigste ist, dass ich unterhalten werde. Ich möchte natürlich von einem Film unterhalten werden. Ja. Auf welche Art und Weise auch immer. Ich kann auch bei einem Drama über einen Krebskranken unterhalten werden. Das ist dann eben eine andere Form von Unterhaltung, als ich es bei Jurassic Park habe. Aber trotzdem ist das möglich. Film unterhält. Das nächste ist, dass er visuell ansprechend ist. Bei einem Blockbuster wie Jurassic Park. Und ich finde auf dritter Ebene, dass eben die Story, die muss nicht unbedingt tiefgründig sein, aber sie muss stringent sein und in ihrer Welt Sinn ergeben. Ja, das ist schon wichtig. Und ich finde, Jurassic Park 1 und 2 ergeben extrem Sinn in ihrer Welt. Du merkst, dass da jemand dahinter war, der versucht hat, alles nach dem damals neuesten Wissensstandard aufzubauen und da keine unlogischen Szenen einzubauen. Ja. Außer, dass wie der T-Rex in das Haus kommt. Aber ich weiß, da hast du ein Video zugemacht. Aber das hätte man im Film besser darstellen müssen. Ein beschissenes Riesenloch im Haus hinten dran, dass da überhaupt eine Frage gestellt wird. Wie kommt der Dino da überhaupt rein? Ja, und wie kommen die Dinos aus der Kühlkammer? Gar nicht. Nee? Nein, das ist doch nur einer da drin. Der ist tot. Sind nicht zwei da drin? Nee, einer. Und am Ende kommen zwei nochmal. Das sind noch drei. Ja, einer ist in der Kühlkammer. Genau. Der ist zwei? Da, nee, einer ist in der Kühlkammer. Fett. Wie viele Velociraptoren landen in der Kühlkammer? Natürlich. Da waren noch beide drin. Und okay, drittes Logik noch. Was für ein schlechter Schütze muss man sein, dass man durch dieses dumme Glasfenster mit einer Shotgun nicht so einen scheiß Raptor trifft? Das ist schon sehr scheiße, das stimmt. Aber war das nicht so, dass das Glas einfach nicht nachgegeben hat? Dass das doch, da waren ja so Mini-Löcher drin. Das war eine Shotgun, aber die hat Löcher gemacht, die waren kleiner als Pistolenlöcher. Ach komm. Ohne Scheiß. Ja, ach. Da kann man drüber wegsehen. Was wollte ich denn jetzt gerade nachschauen? Nee. Irgendwas wollte ich gerade. Ich meine, ja, der ist Wissenschaftler und so, aber trotzdem. Das Ding steht direkt vor ihm. Und er hat jede Zeit der Welt, weil es vor einem Fenster steht. Da ist jetzt halt die Logik der filmischen Spannung zum Opfer Absolut. Gefallen. Man möge es Steven Spielberg verzeihen, dieser Mistkerl. Ja. So. Du hast jetzt nämlich eben gerade was angesprochen, wo ich eigentlich gerade eine schöne Überleitung machen wollen würde. Komm mal. Sind mit Jurassic Park 1 jetzt erstmal durch. Der meiste Teil von euch ist sich einig, Jurassic Park 1 ist genial. 8%. Nee, der Bunker, der hat man ja vorher gelernt, sorry, jetzt geht's noch ganz kurz um die Raptoren. Der im Bunker hat man ja gelernt, dass er die Türen aufmachen kann. Ja, hier, es war eine. No. Ah, okay. Fett hat mich überstimmt. Aber, ja. Aber wie gesagt, das mit dem Bunker, die konnten Türen aufmachen.
Das war aber das Riesenbiest, das die Tür aufmachen konnte. Das Riesenbiest war ja auch der Raptor bei der Ellie. Ja, und das Riesenbiest hat die Tür aufgemacht und das Riesenbiest war auch der Raptor, der dem T-Rex die Narben auf dem Rücken wegnimmt. Ganz genau. Das heißt, der war nicht in der Kühlkammer. Ganz genau. Nee, das war der im Bunker. Weil hier einer geschrieben hat, einer war im Bunker gefallen. Ja. Gefangen. Aber das war ja das Riesenbiest, was auch eben ausbrechen konnte aus dem Bunker, weil es die Türen aufmacht. Genau. Ja, ja. Deswegen waren am Ende auch dann alle drei quasi dann da. Ja. Und einer ist eben in der Kühlkammer eingesperrt genau. worden. Genau. Was das Thema? Jurassic Park. Ach so, das Thema ist das Thema ist ja die komplette Jurassic Park Timeline. Genau. Das siehst du im Titel ganz oben. Wir reden gerade über Jurassic Park 1, um genau zu sein, über die Velociraptoren, die im ersten Teil aufgetreten sind. So, du hast jetzt eben gerade was gesagt. Mhm. Und zwar hast du gemeint, es geht hier auch im Film sehr häufig darum, dass also ein Universum in sich geschlossen, die eigenen Regeln befolgt. Ja. So, folgendes. Erinnerst du dich daran, dass, oder ganz grob an den Plot von Fallen Kingdom, Jurassic World 2. So, weißt du, warum die Blue unbedingt haben wollten? Der Dino trainiert war und die damit andere Raptoren züchten können, die ebenfalls trainierbar sind, um die als militärische Waffe einzusetzen? Ja. Also die Aussage von Mr. Mills, dem großen Gegenspieler im zweiten Teil, ist gewesen, Blue ist die letzte ihrer Art. Mhm. Deswegen machen die den ganzen Kram in Jurassic World 2 und zum Teil sogar auch noch in Jurassic World Dominion, um an diese Blue-DNA zu kommen, weil sie ist die letzte ihrer Art. Mhm. Jetzt gucken wir, ob ich da einen Denkfehler habe. Die Spezies ist der Dinosaurier. Mhm. Die Art ist der Velociraptor. Colin Trevorrow hat aber parallel dazu veröffentlicht, dass die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 in Jurassic World Dominion, auch im Dino Tracker, gesichtet wurden. Die sind da. Ist da nicht die gesamte Geschichte komplett für den Arsch, weil Blue eben nicht die letzte ihrer Art gewesen ist? Ja, besonders, wenn du noch die Serie mitnimmst. Die heißt ja auf Deutsch Neue Abenteuer. Aber da gab es doch auch nur Blue, oder? Nee, da gab es dann noch auf der Insel von Manta gab es dann noch Raptoren. Das weiß ich gar nicht mehr. Echt? Von Manticore. Velociraptoren? Ja. Ja, dann ist das schon wieder... Gut. Ich habe das Ganze nämlich hier eben einfach nur mal reingeschrieben gehabt, um einfach mal so als Community Post abgegeben. Da gab's doch dann, die wurden doch dann ferngehalten mit diesen komischen Elektrobarrieren und diesen Drohnen, die dann da oben rumgeschwommen waren. Ich erinnere mich dann nur noch dran, dass die Saurier mit Controllern gesteuert wurden und dass der Spino aufgetaucht ist, aber ein Raptor. Genau, doch. Da gab's dann die Szene, wo dann die Kids dann eben direkt vor den Raptoren saßen und so weiter. Glaubt er mir nicht, jetzt muss er googeln. Nee, ich will das auch nur sehen. Glaubt ihr das schon? Das macht's aber halt einfach nicht besser dann. Es da macht's ja nur noch schlimmer. Ja, genau, die Szene meine ich. Guck da sind die dann vor diesem Elektrozaun. Ja, ich denke, es geht eher um die genetische Kombination, aus der Blue zusammengemischt ist. Die Jurassic Park 3 Raptoren sind andere genetische Kombinationen. Du, das ist auch okay. Also das habe ich jetzt auch schon öfter gelesen. Das macht natürlich Sinn. Nur ich denke mir halt, da denkt man wieder zu logisch nach. Das würde logisch Sinn ergeben. Würde ich auch sagen, okay, kaufe ich dir so ab. Aber ich denke mir immer, dass dieser Satz von Mr. Mills in die Kamera an uns Zuschauer gerichtet ist. Blue ist die letzte ihrer Art. Das ist eine Exposition, damit wir als Zuschauer verstehen, warum die jetzt Blue jagen. Jetzt kann man halt sagen, weiß er, dass es Manticore gibt? Weiß er? Ja genau, aber da denkst du ja schon wieder zu logisch nach. Ich denke, dass es aus filmischer Sicht wollte Mr. Mills uns vermitteln, warum Blue jetzt so wichtig ist. Exposition vom Film an den Zuschauer. Genau, aber für ihn ist er ja in dem Moment dann auch genauso wichtig. Und für uns als Zuschauer ja auch, weil wir ja auch nur den Wissensstand von ihm haben und den vermittelt bekommen. Ja, das kann man, ja natürlich, dass er es nicht wusste, das kann man natürlich so sagen, aber ich finde es halt trotzdem... Wir es halt auch nicht. Ja, ich finde es halt trotzdem doof, dass man jetzt im Nachhinein einfach sagt, nee, doch mehr da gewesen. Das ist ein Plot-Twist. Also ein super schlechter Plot-Twist, aber es ist halt ein Plot-Twist. Also wenn er noch leben würde, wäre er dann genauso überrascht. Ja. Und würde sagen, ach guck mal, da gibt's ja noch andere. Von daher macht es schon Sinn. Ja, du, da denke ich, da gebe ich dir auch recht. Also Dinosaur-Toys recht geben, es ist... Vom Logischen her sage ich auch, ja, macht es Sinn. Ja. Aber halt vom rein Filmischen denke ich mir halt, wenn ich jetzt irgendwie den Film mit meinem Neffen mal zusammen gucken würde und dann käme die Exposition und dann würde ich halt für mich wissen, nee, ist halt nicht so. Also der gesamte Film ist jetzt gerade für den Arsch. Weil sie Blue eigentlich gar nicht brauchen. Okay, man sagt auch hier, Cash wurde weggefetzt von den Velociraptoren, sagt hier Aaron. Nee, Aaron Kenno. Ja, stimmt, Cash gab's auch noch. Ja. Oh Gott, willkommen in der nächsten Serie. Okay. Das war ja im Englischen Halle Joel Osment Stimme.
Ich sehe tote Menschen. Ja? Ja, ja. Ah, sehr gut, hätte ich auch nicht mehr erkannt. Das ja, gut, du hast ja wahrscheinlich auf Englisch geguckt. Ich habe mal auf Deutsch geguckt, ja, die Serie. Ja. Okay. So viel eben einfach nur mal dazu. Ich wollte das ganz kurz mal so besprechen. Ich habe das in meinem Kanal auch schon öfter gemacht, auf meinem Kanal, dass wir uns so Logiklücken suchen aus dem Jurassic-Universum. Mhm. Wenn es halt dazu keine offiziellen Statements dazu gibt, dann haben wir so selber zusammengepuzzelt, wie das Ganze hätte sein können. Von daher sage ich auch, ja, was Dinosaurs Toys and Merchandise geschrieben hat, das macht schon irgendwo so Sinn, das kann man schon mal so stehen lassen. Ja. Ich fand es halt nur ein bisschen ob es eine gute Exposition war, das ist dann eine andere Frage. Das ist eine super schlechte, meiner Meinung nach. Willst du noch ein Beispiel? Weil das ist halt dieses typische, ich baue mir im Nachhinein die Welt so, dass es passt. Weißt du? Und das machen super viele Sachen. Das macht Star Wars total gerne. Das macht Marvel, Marvel ultra gern. Also es gibt fast jede große Franchise, die mehr als drei Teile hat, baut sich gerne im Nachhinein die Dinge so, dass sie dann passen. Damit man eben mehr erzählen kann. Weil sie halt eben unbedingt Raptoren einbauen wollten in Camp Cretaceous. Ja. Also musst du dir im Nachhinein die Welt halt so bauen, dass es irgendwie passt. Dann kannst du halt sagen, naja gut, aber die anderen wissen ja nichts von Manticore oder so. Ja, also, das ist halt leicht gemacht, ja. Du machst es dir halt damit leicht, damit du was einbauen kannst, was eigentlich nicht passt. Und so passt es zwar von der Logik her, es ist halt einfach nur billig. Aber ja. Dafür haben wir dann Raptoren in Camp Cretaceous gehabt und die haben dann eben, wie hier so nett geschrieben wurde, Cash weggefetzt. Ja, Cash wurde aber wirklich weggefetzt. Ja. Das weiß ich sogar noch. Ja. Grob. Okay. Hätten wir das auch abgehakt. Gut, was hältst du davon? Hast du irgendwie schon beantwortet. Raptoren sind jetzt offiziell in Dominion gesichtet worden aus Jurassic Park 3. Hast du mitbekommen? In Jurassic Park 3 waren sie doch sowieso. Jurassic World 3, sorry. Also, ja. Ich hab's mitbekommen. Ich kann dazu jetzt nicht wirklich sagen, dass das jetzt mich irgendwie hit hätte. Ich find's einfach nur Quatsch, dass man da überhaupt drüber redet. Weißt du, er hätte auch einfach seinen Mund halten können. Colin Trevorrow ist der unkonsequenteste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Der Typ hat ja die Drehbücher von allen drei Jurassic World Filmen geschrieben, ne? In Jurassic World 1 ist der Park an der falschen Stelle. Also das ist nicht mehr Kanon. Der kanonische Film hat den Park an einer Stelle, die nicht mehr Kanon ist. Weil Colin Trevorrow wollte den Mosasaurus aus dem Becken rausschwimmen lassen. Ging aber eben nur, wenn das Becken des Tieres auch am Wasser gewesen ist. Ja. Und das war ja im ersten Teil auch nicht. Ja. Deswegen ist die Lagune ist im ersten Teil woanders als im zweiten Teil. Das ist Colin Trevorrow. Einfach, weil er jetzt halt gedacht hat, nee, das passt mir jetzt so besser. Er hat sich halt wahrscheinlich gedacht, im ersten Teil hat kein Mensch auf die Lagune geachtet. Also es ist trotzdem. Es ist natürlich ein Logik- und Filmfehler, aber... Ja, aber ich finde es eine schwere als Ausrede. Ja, bekommt keiner mit. Das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Das ist keine Ausrede. Ich will nur sagen, warum er das gemacht hat. Weil er wahrscheinlich sich da davon ausgegangen ist, dass das kein großer... Er hat das gemacht, weil er das Tier unbedingt in Dominion reinbringen wollte. Genau, das meine ich. Aber der war ja auch kaum in Dominion da. So viel zum Thema der Konsequenz. Wo war der denn da? Und da war der noch nicht mal in der Lagune. Und dann, nee, da war er schon draußen. Eben. Ja, im Teil 2 ist er rausgeschwommen. Genau. So warte ganz kurz hier. Wusstest du, dass in Lost World ursprünglich ein Superraptor vorkommen sollte? Ja. Da habe ich sogar auch schon ein Video zu gemacht, meine ich. So ein roter Raptor. Da gibt es sogar schon irgendwie so eine Konzeptzeichnung. Ich meine, da hätte ich auch schon ein Video dazu gemacht. Ich werde dann direkt mal zitieren. Ja, hat er ja auch recht. Natürlich ist es total blöd. Meine Argumentation war ja auch nicht, um ihn zu verteidigen. Meine Argumentation war nur, um klar zu machen, warum er es wahrscheinlich gemacht hat, weil er sich gedacht hat, das fällt keinem auf. Außer, das ist aber aufgefallen dadurch, dass es halt Leute gesehen haben, weil... Ja, aber halt, weißt du, von der Prozentzahl der Zuschauer ist es wahrscheinlich 1-5% aufgefallen. Ich weiß es nicht. Wenn du Jurassic World zum allerersten Mal siehst, siehst du ja die Lagune, wo das Tier gefüttert wird. Ja. Und dann guckst du dir direkt danach nochmal den zweiten Teil an, direkt in einem Durchgang. Wenn dir dann nicht auffällt, dass da irgendwas nicht stimmt, dann passt du nicht auf, finde ich. Dann hast du irgendwie ein bisschen gepennt nebenbei. Das ist halt ein in Kauf genommenes Logikloch. Genau, das ist auch noch sowas. Ja. Wie kann er den Indominus Rex mit dem Giga verwechseln? Hat er auch gemacht. Colin Trevorrow hat gemeint, dass eines der besten Dinge an Jurassic World Dominion war der Indominus Rex gewesen und hat ein Bild vom Giga gezeigt. Ja. Oder andersrum. Auf jeden Fall irgend sowas. Hat halt offensichtlich Herzblut beim Franchise, merkt man, oder? Er macht das nicht wegen dem Geld. Keine Ahnung, ich verstehe nicht. Das Lustige ist, dass ich den zweiten Film, ja sogar noch, also World-Film, noch schlechter finde als den ersten. Und der eigentlich vom Regisseur ist da richtig gut ist. Ja.
der, wie heißt der, Jumbo Jäger oder so. Aber irgendwie auch so ein sehr außergewöhnlicher Name. J.A. Bayona. Ja, genau. Ja. Der hat vorher einen Film gemacht, der heißt 7 Minuten nach Mitternacht. So ein geiler Film. So ein hammerguter Film. Ich war. Das habe ich geheult, ey. Ey, auf jeden Fall. Ich war so gehuckt, als es hieß, dass der den neuen Jurassic World macht. Ich auch. Und dann, ja, dachte ich auch. Fuck, was ist denn daraus jetzt geworden? Da hat er das Studio wieder reingelabert. Ja. 100%. Ja, Catherine Kennedy halt, oder? Hat die damals noch die Rechte zu Jurassic Park gehabt? Catherine Kennedy, ist das ja nicht die Star Wars? Ja, Lady? Aber die hat auch bei Jurassic Park. Also bei den Original 3 Teilen. Auf jeden Fall, weil die war ja Studiochef von Ambiline Pictures oder sowas. Echt? Und das ist ja die Produktionsfirma von Spielberg. Ja. Und so ist sie ja überhaupt dann eben dann später zur Position von Disney dann gekommen. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, ja. Also bei den, die war halt mit George Lucas und Steven Spielberg war die drittstärkste Person in diesem Ambiline Pictures. Es ist aber nicht so eine blöde, sorry, aber so eine blöde Kuh, die einfach auch andauernd reinredet und dann passieren dann solche Sachen. Ja, sie möchte halt alles so ultra modern machen. Ich habe mitbekommen, dass sie auch mit dran schuld sein soll, dass diese ganze Star Wars Trilogie so überhaupt nicht funktioniert hat, die neue, dass die da wohl mitgesprochen hätte. Ich will es jetzt nicht auf eine Person festlegen, aber sie ist auf jeden Fall einer der Hauptakteure, warum die Star Wars Trilogie so geworden ist, wie sie ist, die neue. Und wie man die findet, ist auch Ansichtssache. Ich bin kein Fan von den neuen Star Wars-Filmen. Nee. Weil ich den Rogue One mochte. Ja, ich meine, bei neuen Star Wars-Filmen meine ich die gesamte Trilogie. Ja, ja. Das Gesamtpaket. Aber okay, jetzt weg von Star Wars wieder. Wir gehen jetzt nur mal ganz kurz wieder zurück zu den Hauptfilmen. Mhm. Ganz kurz, Colin Trevorrow sollte ja ursprünglich auch die nächsten Jurassic-Filme Überblick behalten. Mhm. Sowas wie Kevin Feige. Mhm. Macht er aber jetzt wohl doch nicht mehr. Weil er sagt halt, nee, er findet nach Jurassic Park 2 hätte es keine Fortsetzung gegeben sollen. Und das sagt ein Mann, der danach 3 Fortsetzungen gemacht hat. Weißt du, was das Problem ist? Ich hätte mich ja gefreut, wenn Spielberg quasi die Hand drüber hält. Aber das hat er ja auch bei denen gemacht. War ja bei denen auch Produzent und... Ja, der hat da vielleicht mal am Drehbuch gerochen. Ich wollte gerade sagen, der hat am Drehbuch mitgeschrieben. Bei den, mindestens bei World. Aber das zählt bei mir nicht mehr. Ich weiß noch, wo Dings rausgekommen ist, ey, der Dragon Ball Film. Mhm. Ja, der Originalzeichner ist mit an Bord. Ja, ey, der ist mal am Set vorbeigefahren mit dem Fahrrad oder so. Da ist nie im Leben. Das ist immer so, ja, der ist, das ist so ein Marketing-Ding zu sagen. Also wie Mortal Engines von wie ist er? Herr der Ringe-Regisseur? Mhm. Peter Jackson. Genau, Mortal Engines von Peter Jackson. Später kam raus, nein, der hat damit fast gar nichts zu tun gehabt. Also ich glaube, Spielberg hatte schon einiges damit. Und er hat ja auch ein bisschen... Beim dritten Teil hat er sich ja rausgehalten. Da hat er ja gesagt, hier, Joe Johnson, mach, was du willst. Aber ich glaube, bei denen hat, weil Colin Trevorrow auch so ein unerfahrener Regisseur war, Spielberg schon sehr viel. Der hatte ja vorher nur so Indie-Filme gemacht. Es war eh so krass, dass jemand, der aus mit nahezu keiner Erfahrung so ein großes Franchise bekommt. Ich bin nicht... Hätte mir irgendwann nochmal das Jurassic World Compendium auch kaufen, da müsste ja drinstehen irgendwie. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, Spielberg ist aber auch kein Garant dafür, auch wenn ich ihn vorhin gelobt habe. Nein. Ich meine, er hat auch den 4. Indiana Jones gemacht. Da war er noch Regisseur. Ja, aber ähnliche Sache, wo er auch groß angepriesen hat, wir machen nichts mehr groß mit CGI, erste Szene ist ein CGI-Maulwurf. Ja, ich meine, er hat das da schon gesagt, echt? Ja. Also das war die Hochzeit von CGI eigentlich so. Ja, aber da hat er doch, da gibt es so dieses, da gab es mal auf, war das denn, war das bei Kino Plus? Mhm. Da hatten sie so einen Zusammenschnitt gemacht, wo er in einem Interview eben gesagt hatte, wir werden jetzt hier sehr viel mit praktischen Effekten machen, okay, was auch sein kann, aber nee, ich bin also nicht mehr so präsent. Ich erinnere mich an Vianen, ich erinnere mich an echte CGI. Menschen waren da. Ja, da waren echte Menschen, die in einem Greenscreen rumgetanzt haben wahrscheinlich. Keine Ahnung. Heute könnte man da Fortnite-Dancers draus machen. In Szenen. Aber gut, ey, Spielberg, es ist halt auch kein Regisseur, ist unfehlbar. Das Edgary on the First wie mir. Ich dachte, in Jurassic World 1, die Lagune ist direkt vom Meer abgetrennt. Nee. Nee. Also die beiden Karten, die Karte von Jurassic World 1 ist eine andere wie die offizielle Kanon-Karte, die ihr jetzt auf der Website findet. Es sind halt Sachen, ich bin da auch vielleicht ein bisschen zu tief im Thema drin. Hat Gerion auch schon mal zu mir gesagt, dass ich da einfach, mir fallen halt so Sachen auf, weil ich mich damit zu krass beschäftige. Aber Gerion geht doch aus Jurassic World Dominion raus und sagt danach zu mir allen Ernstes, der war echt gut. Und das Geile war, du hast neben mir gehockt, ne? Und ich weiß noch, Nico sitzt neben mir im Film und du hast bei jedem Witz, der gekommen ist, hast du so mitgelacht. Und ich dachte schon so, gefällt dem Nico der Film jetzt auch? Bin ich irgendwie bescheuert?
Danach kam dann raus, nee, du hast gelacht, weil du es so bescheuert fandest. Ja, es war einfach grässlich. Also halt wirklich innerlich. Ich will nicht ganz jetzt schon über den Film reden, das hat halt wirklich innerlich wehgetan. Jede Szene, jeder. Und ich bin so ein großer Ian Malcolm-Fan, aber jede Szene mit ihm hat mir wirklich körperliche Schmerzen zubereitet. Wie diese Figur verheizt wurde und einfach das Klischee von sich selbst geworden ist. Dafür haben wir erfahren, dass ein Hund mal sein Bein gerammelt hat. Wow. Das brauche ich über einen Charakter, der früher mal irgendwie eine gewisse Autorität und Seriosität vermittelt hatte. Viel Zeit dazwischen passiert, ja, ne? Ja. Ich meine, Menschen werden älter. Leuten wie mir fällt das nicht auf, weil wir auf sowas nicht zu 100% achten. Leuten wie euch fällt sowas auf, weil ihr alles 100% auseinandernehmt. Das ist Schubladendenken, aber sehr gut. Finde ich super, super gut, sowas einfach mal im Live-Chat rauszuhauen. Damit unterstreicht Gerdin ja das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt einfach so Sachen, ich sag mal, der normale Zuschauer, der jetzt nicht jeden Film 20 Mal anguckt und dann noch 10 Bücher darüber liest, der sieht halt nicht, ob die Lagune links oder rechts ist. Ich denke da auch, ich habe da auch genug Filme wahrscheinlich, wo mir sowas überhaupt nicht auffällt. Bei Star Wars achte ich auf sowas gar nicht. Ja. Wenn da einer sagt, ja, da hat sich mal ein Stormtrooper im Hintergrund den Kopf angestoßen. Wir kommen jetzt aber erstmal zu The Lost World und sagen erstmal alle, ey, sorry, muss ins Bett. Schlaf gut, Namenloser. Alle mal gute Nacht an den Namenlosen. Ja. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du dabei warst, ja. The Lost World, ja. So, ich weiß gar nicht, wo man da jetzt anfangen soll.